Stichwort Kino, ein neuer Investor ist gefunden. Welche Auswirkungen hat es dann auch auf die Innenstadt? Wie geht es da weiter? Ja, wir sind ja hier schon sehr, sehr weit. Ich gehe davon aus, dass noch in dem Jahr entscheidende Dinge laufen. Wir arbeiten derzeit am Bauantrag zusammen mit dem Investor. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch heuer noch auf die Reihe bringen. Es geht dann noch um die Frage Stellplätze, wem ordnen wir sie zu, wer bewirtschaftet sie. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das bald läuft. Es ist richtig, das hat natürlich Einfluss auf die beiden Altstadtkinos. Aber ich muss sagen, wir warten eigentlich seit vielen, vielen Jahren, dass wir hier miteinander etwas bewegen. Ich war mit dem Herrn Wörz öfters ja zusammen. Leider Gottes ist da wenig vorwärts gegangen und man kann einen Investor nicht blocken, der ein modernes Kino bauen will, indem er sagt, meine beiden anderen Kinos in der Altstadt haben sozusagen einen Schutzcharakter. Das ist in der Marktwirtschaft nicht möglich. Ich hoffe und wünsche mir, dass der Herr Wörz Ideen entwickelt, wie man zumindest eines oder beide Kinos in Zukunft weiter betreiben kann.